die Deutschen und die Russen was tun. Das ist das Thema des gleich folgenden Gesprächs zwischen Matthias Platzig und Alfred Eichhorn. Anlass ist das jüngst erschienene Buch von Matthias Platzig mit dem Titel »Wir brauchen eine neue Ostpolitik, Russland als Partner«. Das Buch ist ein Plädoyer für einen neuen Kurs der Entspannung, für das gegenseitige Abrüsten von Feindbildern und für neue Formen der Zusammenarbeit. Matthias Platzig, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg, braucht man im Grunde kaum vorstellen. Soweit erforderlich, wird Alfred Eichhorn das gleich im Gespräch nachtragen. Alfred Eichhorn ist Journalist und als Radiomoderator zählt er zu den bekanntesten Stimmen Berlins. Ihm gehört jetzt als erstes das Wort, die Deutschen und die Russen was tun. Ich grüße Sie ganz herzlich. Chausseestraße 125, Literaturforum im Brechthaus. Hier gibt es nicht nur Gespräche über schöne Bücher, immer wieder ist auch das Zeitgeschehen, ist die aktuelle Politik im Gespräch. Entwicklungen in Osteuropa und in Russland haben einen festen Platz. Die Brechttage 2019 stellten zum Beispiel den Umgang mit Brechts Werk in Russland in den Mittelpunkt der Bemühungen, um nur ein Beispiel zu nennen. Bücher. Das Buch. Ich hörte um die Weihnachtszeit, Platzig schreibt ein neues Russlandbuch. Und nun ist es soweit, es ist nicht ganz richtig. Matthias Platzig, wir brauchen eine neue Ostpolitik. Russland in der Unterzeile. 254 Seiten, 9 Kapitel, 94 Anmerkungen, gewidmet seiner Frau. Und es gibt einen Vorspruch von Egon Bahr, den will ich gern zitieren. Die ungelösten Fragen der europäischen Stabilität liegen auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts noch immer im Osten. Die Geschichte stellt die Aufgaben in der Tradition und Kontinuität Branchendenkens, unserem Kontinent ein sicheres Haus zu bauen. Das hat Bahr gesagt im Rathaus Schöneberg am 9. Oktober 1998. Ich will im Folgenden einige Analysen und Erkenntnisse von Matthias Platzig hinterfragen. Willkommen, Herr Platzig. Schön, dass Sie an diesem Ort hier mitten in Berlin sind. Für die Nachgeborenen, wer ist Matthias Platzig? 1953, auch ein historisches Jahr, geboren in Potsdam, Kybernetiker von Beruf, also gewohnt, nüchtern zu analysieren und sich auf das Machbare zu konzentrieren. Platzig engagierte sich in der DDR-Umweltbewegung, war Minister der Regierung Hans Modrow als parteiloser Vertreter der Grünen Partei in der DDR. Und nach der deutschen Wiedervereinigung trat Platzig der Partei Bündnis 90 bei und wurde in der Koalitionsregierung von Manfred Stolpe vom November 1990 bis 1998 Umweltminister. Weil ich Stolpe sage, in dem Zusammenhang erinnere ich mich sehr gern, eines der letzten großen Interviews mit Manfred Stolpe fand auch hier im Literaturhaus in der Chausseestraße statt. Und Stolpe ist ja wohl auch ein Mann, das werden wir vielleicht auch noch hören, der nicht ganz unwichtig für Matthias Platzig war. 95 SPD, Wechsel in die SPD, ein Intermezzo, er war auch Vorsitzender. Dann war er Oberbürgermeister in Potsdam und schließlich war er 11 Jahre lang Ministerpräsident in Brandenburg. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Fülle von Erfahrungen in der praktischen Politik. Heute Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Und was ein bisschen untergegangen ist, nicht zuletzt wegen der Corona-Krise, er leitet auch die Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit, da gab es wenige Veranstaltungen, fast gar keine, weil die Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn Platzig nun einmal da ist, oder wenn man mit Platzig spricht und Leute sich erinnern, Herr Platzig, immer noch gibt es das Wort, ach, der Deichgraf. Das hängt Ihnen immer noch an, oder besser gesagt, hängt Ihnen an, das geht Ihnen voran, 1997 oder Hochwasser. Lassen Sie uns zunächst von Prägungen sprechen, von Ihren Prägungen.
Das Buch beginnt sehr persönlich auf Seite 18. In meiner Heimatstadt, in einem behüteten Elternhaus in der Berliner Vorstadt, durfte ich eine Kindheit erleben in der DDR, die unbeschwerter kaum sein konnte. Und die Russen in Potsdam und in ihrer Nähe, eine halbe Million etwa waren da. Wie hat sie diese Umgebung damals, auch im Blick auf die Russen, geprägt? Also die halbe Million bezog sich ja auf ganz Ostdeutschland. Ganz Ostdeutschland, ja. Aber Potsdam war, meine Heimatstadt, wahrscheinlich prozentual eine der von russischen Militärangehörigen und Zivilangestellten am dichtest besiedelte Stadt mit, wie Brandenburg, das Bundesland Brandenburg überhaupt, das Bundesland war mit den meisten russischen Liegenschaften und Truppenübungsplätzen. Und ich habe an der Kliniker Brücke gewohnt, bin dort groß geworden. Für Leute, die nicht so in der Gegend zu Hause sind, das ist diese berühmte Brücke, wo auch ab und zu mal in den 60ern Spione früh um fünf ausgetauscht wurden. Spy Bridge, genau, sagen die Engländer. Gab ja den berühmten Film mit Tom Hanks. Und diese Brücke war ja ein alliierter Grenzübergang zwischen Potsdam und West-Berlin und war auf der West-Berliner Seite von Amerikanern bewacht, auf der Potsdamer Seite von Russen. Und deshalb wohnten wir links und rechts von uns, über uns. Beim Friseur traf man sie, das Magazin war um die Ecke, die Kommandantur war das Nachbarhaus. Es waren also überall Russen. Und gefühlt hießen die Hunde dort, die da rumliefen, alle Murat. Und es lag in der Luft immer dieser ganz spezifische Geruch, den noch ältere Jahrgänge, wie ich einer bin, kennen, weil dieser Kraftstoff, den die Russen gefahren haben, der hat eine ganz eigentümliche Geruchsentwicklung. Na, in Berlin war es das Parfüm der Russinnen in der Straßenbahn. Aber es wurde durch den Kraftstoff deutlich überdeckt. Egal, weil sie fragten, wie prägt's? Ja, nach Christa Wolf würde ich sagen, das sind halt Kindheitsmuster, die bleiben dann. Mhm. Weil zu Kindern, ich weiß, dass das in den 50er Jahren Erfahrungen mit Russen sehr, sehr different gewesen sind. Gab es auch sehr schlimme Erfahrungen bei Menschen. Aber zu Kindern waren sie grundsätzlich, das ist so eine urrussische Eigenschaft, zugewandt, freundlich. Wir konnten da uns fast alles erlauben. Und ich habe aber, und ich würde das als ein großes Glück bezeichnen, auf diese Urprägung, sage ich mal, hinauf kam dann später eine Russischlehrerin, die, man hat mit Lehrern immer Glück, aber mit manchen hat man noch viel mehr Glück, die es verstanden hat, und das muss ja bei 12, 13, 14-jährigen Bengels, ist das schon eine ganz schöne Leistung, uns nicht nur für die russische Sprache zu erwärmen, sondern für viele Facetten der russischen Kultur. Die ist mit uns ins Kino gegangen. Ich habe Russenfilme geliebt. Das war nun auch nicht ubiquitär verbreitet, aber durch diese Frau, die hat uns mit russischer Musik bekannt gemacht, mit vielen anderen Dingen. Und dann kommt es, wie es kommt im Leben. Mich hat das Thema nie verlassen. Ich bin dann später auch im politischen Leben Vorsitzender der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe, Bundesrat, Föderationsrat geworden und. Und das endete folgerichtig beim Vorsitz des deutsch-russischen Forums. Also das schließt sich dann irgendwie so ein Lebenskreis. Das waren so die Alltagserfahrungen. Sie waren 15 Jahre alt, als die Russen in die GSSR einmarschierten. 25, als es nach Afghanistan ging. Wie haben Sie das als ganz junger Mensch beobachtet? Als der Einmarsch in Prag war, war übrigens was, dieser Morgen war für mich, wir hatten noch Sommerferien, was sehr Spezielles, weil ich hatte mit meinem Vater, so gut wir auch miteinander über die Jahrzehnte verbunden waren, politisch immer sehr viel Zoff, weil ich war in unserer sehr, sehr konservativen Familie. Mein Vater war Arzt am katholischen Krankenhaus, meine Mutter Pfarrerstochter, also viel konservativer ging es im Osten kaum. Und ich war so ein bisschen, wie man so ist, mit 13, 14, 15 der Gegenentwurf und war der Rote in der Familie. Und an diesem Morgen riss mein Vater meine Zimmertür auf, ich schlief noch, weil wir Ferien hatten, und sagte, mach mal das Radio an, damit du hörst, was deine kommunistischen Freunde in Prag gerade anrichten. Also als ob ich mitschuld wäre an dem, was da so passierte. Das hat mich emotional sehr berührt, weil gerade weil ich meine innere Haltung so war, wie ich es eben umrissen habe, habe ich große Hoffnung auf die Ansätze gehabt, schon als junger Mensch, dieses Sozialismus mit demokratischem Antlitz, wie es ja von Dubček und anderen dort verfolgt wurde, und war dann sehr enttäuscht. Aber das war noch nicht der Punkt der wirklichen Umkehr, sondern die Erosion in meinem Inneren, sage ich mal, was diese Grundüberzeugung
für den Sozialismus anging, setzte dann 76 deutlich ein, als Wolf Biermann ausgebürgert wurde. Mhm. Und zwar, ich gebe ich freimütig zu, nicht so sehr, weil ich ein Fan von seiner Musik, von seinen Liedern war, sondern weil ich einfach gedacht habe, die Kritik, die ich hielt, die für absolut hinnehmbar, die muss ein Land aushalten. Was habe ich für ein Land, in was für einem Land lebe ich, dass so eine Kritik nicht ausgehalten wird? Und der Umkehrpunkt, der wirkliche, wenn Sie so wollen, auch Schlusspunkt, war dann der Dezember 79, als die Russen in Afghanistan einmarschiert sind. Mhm. Weil hätte man in Prag, gab es ja noch die Verbrämung dieser Untat, wir müssen hier so ungefähr für Europa den Sozialismus retten. Ne? In Afghanistan gab es überhaupt keine Erklärung mehr, außer nackter Machterhalt oder Machterweiterung. Und das hat mich dann nicht nur enttäuscht, sondern hat mich dann, sage ich mal, so Stück für Stück, wenn Sie so wollen, ans andere Ufer wechseln lassen. Ich bin in Sachsen groß geworden. Ich weiß nicht, wir hatten immer ein, oder besser gesagt, muss man sagen, die DDR hatte doch ein ziemlich verklemmtes Verhältnis zu den Russen. Die Russen gab es ja in der DDR eigentlich gar nicht. Wer Russe sagte, der hat die Sowjetbürger beschimpft, oder sehe ich das falsch? Ja, ja, genau so war es. Ja, das war. Russe war eher was Abfälliges. Genau. Ja. Russenautos, Russenfilme und so weiter. Na gut, Gorbatschow, Perestroika, Glasnost, das wäre ein anderes Thema. Heute, 30 Jahre danach, ich zitiere: Das deutsch-russische Verhältnis gleicht einem Scherbenhaufen. Die Hoffnung auf Entspannung mit dem Fall des Eisernen Vorhangs schon zum Greifen nah hat sich 30 Jahre später zerschlagen. Russland ist wieder zum Feindbild geworden. Wie kam es, dass von den Hoffnungen 89, 90 so wenig übrig geblieben ist? Waren wir naiv? Es ist wie immer, Herr Eichhorn, hier gibt es keinen monokausalen Zusammenhang oder eine klare, einschienige Geschichte, sondern wir haben in der Summe, wenn man wirklich zurückschaut, eine fast einmalige Chance, die es weit in die 90er Jahre reingegeben hat, seit 89, einfach nicht ergriffen, nicht genutzt. Und wie es mit nicht genutzten Chancen oft so ist, danach schlägt das Pendel dann oft in die andere Richtung und es wird schlimmer, als es vielleicht vorher gewesen ist. Ich meine damit, wir haben eine Tatsache, einen Sachverhalt. Sie haben vorhin gesagt, ich kann nun mal nicht aus meiner Haut. Ich versuche, die Dinge immer sehr nüchtern einfach zu betrachten und die Dinge so zu sehen, wie sie dann auch sind. Es gab einen großen Wunsch unter Jelzin schon, Primakow und andere immer wieder formuliert und auch anfangs unter Putin. Dieser Wunsch, den kann man so umreißen, baut, Gorbatschow hat das etwas blumig gesagt, lasst uns ein gemeinsames Haus Europa schaffen. Später hieß es, lasst uns eine Sicherheitspartnerschaft konstruieren, in der wir gleichberechtigt vorkommen, auf Augenhöhe, was Russen immer sehr wichtig ist. Das ist wichtiger als bei uns, weil sie eine andere Politikrezeption haben, weil sie manchmal auch ein bisschen archaischer an die Dinge rangehen. Also sie wollten eine Sicherheitsarchitektur, die ihr Urtrauma, was wir zu gering bewerten. Das Urtrauma hängt mit dem 22. Juni 1941 zusammen, dass sowas nie wieder passiert. Wir haben diesen Wunsch sehr wohl gehört. Wir haben ihn mindestens zweimal nicht ernst genommen. Unter Jelzin wurde es nicht ernst genommen, weil Jelzin nicht ernst genommen wurde. Also da hat man, Russland war schwach, Russland lag am Boden. Wir haben Russland gemocht, weil es keine eigenen Interessen formuliert hat. Wir haben Care-Pakete geschickt. Und haben wir einen Haken dran gemacht. Dann gab es aber noch mal eine zweite Chance oder eine zweite Möglichkeit. Der Wunsch wurde nämlich expresses Verbes zum Ausdruck gebracht 2001 im Bundestag von dem damals neuen Präsidenten Wladimir Putin, der die Rede auf Deutsch gehalten hat. Und seltsamerweise gab es danach, nach seiner Rede, stehenden Beifall von allen damals vorhandenen Bundestagsabgeordneten. Nur dass der Kernwunsch, den er in der Rede geäußert hat, nämlich schafft eine Sicherheitspartnerschaft mit uns gemeinsam auf Augenhöhe, dieser Wunsch ist gehört, beklatscht und in die Schublade. Auf diese Rede komme ich gleich noch zu sprechen, weil Sie von Gorbatschows Ambitionen sprachen etc. Es gibt ja die Charta von Paris 1990, 21. November, das ist quasi das Schlussdokument der Helsinki-Konferenz, wenn man so will.
warum ist diese Charta in der öffentlichen Diskussion völlig untergegangen? Kaum einer spricht mehr darüber. Wer hat Interesse daran, dieses Dokument vergessen zu machen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass die 90er Jahre schon relativ zügig eine ganz andere Prägung bekommen haben, als mit dieser Charta ja unterstellt wurde. Also ich lese die heute noch manchmal, weil wenn ich mal so richtig nicht weiß, ob das alles vernünftig weitergeht, ist das wie das schöne Abendmärchen, sage ich mal. Letztlich legt die Charta Zeugnis davon ab, dass wir damals gedacht haben oder dass viele gedacht haben, Ende der Geschichte war ja so ein Narrativ, was damals überall umging. Ab jetzt, und so steht es ja letztlich auch dort drin, werden wir alle vielleicht weiter vorhandenen Interessenunterschiede und Gegensätze friedlich lösen. Krieg als Mittel, das Miteinander ist, der gehört der Vergangenheit an. Wir gehen praktisch in eine leuchtende Zukunft. Selten kann man wirklich sagen. Es passte natürlich als Schlusspunkt auf dieses Hoffnungsjahr 1990. Da passte das wirklich im November hin. Aber selten war eine Hoffnung größer und selten ist sie so sehr enttäuscht worden. Und ich glaube, endgültig ad acta gelegt, kann man vielleicht so sagen, ist sie dann 98, als dann der Beschluss gefasst wurde, dass die NATO Belgrad bombardiert und vieles andere passierte. Da wusste man, mit dieser Charta, das ist einfach vorbei. Das ist eine schöne Geschichte, aber es ist längst Geschichte. Ob sie bewusst weggelegt wurde oder nicht, ich will aber auch dazu sagen, weil wir müssen ja dann versuchen, immer vollständig zu bleiben. Auch Russen haben sich nicht an alles gehalten, was in der Charta mit unterschrieben wurde. Aber nochmal gesagt, wir hatten zweimal die Chance und in der Summe, wir kommen ja vielleicht dann nochmal nachher drauf zurück, werden wir kein gutes Verhältnis zu dem größten Land der Erde und unserem Nachbarn, also Europäische Union, Nachbar von Russland, bekommen, wenn wir diese Sicherheitspartnerschaft nicht irgendwann, diese Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung von Russland, wenn wir uns dem nicht irgendwann widmen und wenn es, Herr Eichhorn, mit dem Mittel eines zweiten Helsinki-Prozesses vielleicht ist, dann wird es keine friedliche Entwicklung geben. Was tun, zweiter Helsinki-Prozess? Das Licht, das erlosch, heißt ein Buch. Ich kann ja auch mal ein anderes zitieren, ja, Herr Platzig. Sie eben haben gesprochen vom Licht dieser Zeit, 89, 90. Das Licht, das erlosch, genau darum geht es in dem Buch von Ivan Krastev, ein Bulgare, und Stephen Holmes, ein Amerikaner, durchaus lesenswert. Jetzt nochmal zurück zum Deutschen Bundestag. Das war, wie gesagt, im September 2001. Sie haben die Szene schon beschrieben. Alles stand auf, klatschte. Ich kann mich gar nicht genau erinnern, welche Hand hat Putin denn damals ausgestreckt? Wie haben seine Angebote lauteten seine Angebote? Im Kern waren es zwei Dinge, ob man sie Wünsche nennt, Angebote, Vorstellungen, Vorschläge. Er hat zum einen von diesem gemeinsamen Wirtschaftsraum und humanitären Raum von Lissabon bis Vladivostok geredet. Und er hat zum Zweiten sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Basis für alles Weitere diese eben schon erwähnte und mehrfach besprochene gemeinsame Sicherheitsarchitektur, die alle mit einbezieht auf diesem großen Kontinent und die auch garantiert, dass man sich, sage ich mal, einer friedlichen Zukunft zuwenden kann, weil alle gut aufgehoben sind in dieser Sicherheitsarchitektur. Er hatte große Hoffnung. Es ist ja auch nicht so, findet ja nicht so oft statt, dass ein ausländischer Staatschef im Bundestag redet und dann auch in der Sprache des, und ne? Das muss man noch vor dem Hintergrund, ja, gerade jetzt im 75. Jahr des Endes des Zweiten Weltkrieges sehen, dass ein Russe, gegen den die Deutschen, gegen sein Volk, einen Vernichtungskrieg geführt haben, einen Krieg, den es bis dato noch nicht gegeben hat, der alle Konventionen hinter sich gelassen hat und der unmenschlichste Krieg war, der bis dato geführt wurde, dass ein solcher Staatschef kommt und in Deutsch redet. Das fand ich schon alles so außergewöhnlich. Aber wie gesagt, das Echo war verhalten. Übrigens, weil Sie 75 Jahre nach dem Krieg erwähnen, auch da gibt es ja in den letzten Tagen harsche Kommentare in verschiedenen Zeitungen. Ich war mit meinen Kindern am Treptower Ehrenmal und die fragten ganz, ganz unbefangen, warum ist eigentlich, wie Kinder so sind, Frau Merkel nicht hier hingegangen.
Ich lese von Holger Schmale das Verhalten der Partei, nein, nicht nur der Partei, sondern überhaupt der Regierung verschiedener Parteien, sei an diesem Tag ein Skandal gewesen. Und Götz Ali schreibt, am 8. und 9. Mai versagte der Bundespräsident. Das nur als Einwurf. Das zweite Ereignis, von dem auch in Ihrem Buch geschrieben wird, ist dann im Jahr 2007, Sicherheitskonferenz in München. Putin hält dort eine Rede, ohne jeden Schnörkel, ich würde mal etwas holzschnittartig sagen, richtete er sich gegen den Westen, ganz in der Nähe des Rednerpults, ich erinnere mich, saß Angela Merkel mit versteinertem Gesicht. Hat Putin da in München den neuen Kalten Krieg ausgerufen? Übrigens nicht aus formalen Gründen, Herr Eichhorn, aber ich will trotzdem den Bundespräsidenten gerade im Verhältnis zu Russland, weil Sie das eben so gesagt haben und Götz Ali zitiert haben, in Schutz nehmen. Er hat in den letzten Jahren sehr viele Versuche, die alle Gratwanderungen sind, weil wir eingebunden sind in die Außenpolitik mit 27 anderen Ländern, was nicht unkompliziert ist, unternommen, um das Verhältnis zu Russland bei allen Schwierigkeiten immer wieder ein Stück voranzubringen. Das will ich nur der guten Vollständigkeit sagen. Gut, das verstehe ich. Ja. 2007 ist das passiert, was eigentlich erwartbar war, wenn man 2001 die Rede ernst genommen hat. Hm. Und ich nehme an, Putin hat seine eigene Rede schon ernst genommen. Und dann war 6 Jahre später, da wird ja immer gesagt, das war eine Wutrede. Ich würde eher sagen, das war die Rede eines, der jetzt gesagt hat, gut, das, was ich 2001 gewünscht hatte, was ich ja euch vorgeschlagen habe und so, ist alles in die Schublade gekommen. Nun, wie Russen manchmal so sind, dann machen wir es eben anders. Und zwar ganz anders. Das war schon, ich würde sagen, nicht die Eröffnung eines neuen Kalten Krieges, weil da waren längst schon Entwicklungen im Gange, sondern das war so ein, er hat dieses Kapitel abgeschlossen und gesagt, scheinbar ist es nicht gewollt, warum auch immer, da gibt es ja viele Untersuchungen dazu und Einschätzungen, und wir werden jetzt ein Stück weit die Dinge so machen, wie wir es für richtig halten. Ich kann es Ihnen auch mit anderen Worten schildern. Ich bin ja ganz gut vernetzt mit Leuten, die in Russland in der Duma und im Föderationsrat Außenpolitik machen. Da hat mir einer der erfahrensten Außenpolitiker gesagt, weißt du, bis dato haben wir immer sehr genau geguckt, wenn wir was machen, was kriegen wir für Zensuren, sage ich jetzt mal bei euch. Ist das, wird das gutiert, wird das negativ bewertet und so. Dann kam die Zeit, von der Sie sprachen, wo wir sagten, weißt du, inzwischen ist uns das ganz egal. Ich bedauere das sehr, weil zu einem guten Verhältnis gehört auch, dass man sich natürlich darum kümmert, wie schätzt mein Partner das ein, was ich denke, was ich tue. Daran reibt man sich ja auch und daran entwickelt man auch eigene Vorstellungen. Aber da ist schon, mit 2007 ist schon ein Riss reingekommen. Es gab dann nochmal eine Phase 2010, 11, wo es nochmal Bemühungen gab. Aber wir wissen alle, spätestens seit 2014 ist das dann vorbei. Und dann haben wir eben in den letzten 5 Jahren diesen auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz ja beschriebenen Scherbenhaufen, wo Ischinger dann gefragt hat, wer fegt jetzt eigentlich die Scherben hier zusammen? Und das wird die Aufgabe für die nächsten Jahre sein. Leider ist das Resümee nach 30 Jahren nicht schöner zu ziehen. Zitat aus Ihrem Buch, Seite 97. Uns, sagt Putin, uns lehrt man ständig Demokratie. Aber die, die uns lehren, haben selbst irgendwie keine rechte Lust zu lernen. Anders gesagt, der besserwisserische Westen, ist das ein Moment, das die Beziehungen auch durchzieht und damit stört? Ja, ich denke auch oft drüber nach. Sie haben vorhin das Buch, das sehr schöne und gute Buch von Krastev und Stephen Holmes hochgehalten. Stephen Holmes hat mal gesagt, dass eine der Schwierigkeiten, mit denen der Osten jetzt mal ganz allgemein von Ostdeutschland bis in die osteuropäischen Länder mental, gesellschaftspsychologisch und überhaupt zu kämpfen hat, beruht auf dem ständig erhobenen Zeigefinger des Westens. Er meint damit,
Es blieb an sich nach 1989, 90 nur eine Entwicklungsrichtung als die ganz klar vorgegebene, klar eingegrenzte und letztlich vorgeschriebene. Ihr müsst genauso werden, wie wir sind. Und Holmes hat dann später weiter geschlussfolgert, wenn man gezwungen ist, immer nur ein Imitat zu sein, dann macht das nicht glücklich, sondern ganz im Gegenteil, dann wird man unzufrieden und hat damit einige Entwicklungen auch erklärt, die wir, Reaktionen, Gegenreaktionen, die wir erleben. Ich bin auch über diesen erhobenen Zeigefinger, stolper nicht nur drüber, sondern bin auch damit unglücklich, weil ich glaube, das weiß man schon aus der Pädagogik, man kann mal einen Hinweis geben, man kann mal eine bestimmte Richtung auch ansagen, aber überzeugend ist man immer, wenn man seine eigene Sicht, sein eigenes Modell, seine Art zusammenzuleben so überzeugend, so positiv in die Welt setzt, dass andere sich automatisch angesteckt fühlen. Wenn man es immer mit dem Zeigefinger machen muss, wenn man es mit anderen Methoden machen muss, dann wirkt es nicht nachhaltig. Und deshalb glaube ich, müssen wir lernen, dass es vielleicht auch andere Wege, andere Möglichkeiten gibt, weil es andere Mentalitäten, andere Geschichten, andere Sichtweisen, andere Herkünfte gibt und andere Kulturen, und die gebieren vielleicht auch andere Wege. Und da sind wir nicht sehr gut gewesen, sage ich mal, in diesem Respektieren auch von anderen Sichten. Wir sind schon sehr festgelegt auf unser Modell. Und lassen Sie mich einen Punkt, der in Ihrer Frage ja mitschwang, noch anführen, den man auf jedem russischen Podium eigentlich indirekt oder direkt vor den Latz geknallt, wenn ich das mal so salopp sagen darf, bekommt. Und man findet keine gute Antwort darauf. Da geht es nämlich um Maßstäblichkeit. Wie bewertet ihr eigentlich, bewertet ihr Handlungen, die durchaus vergleichbar sind, auch gleich, oder habt ihr da unterschiedliche Maßstäbe? Ich will damit sagen, die Frage, die man immer kriegt, wir haben die Krim annektiert, aus eurer Sicht, so what? Weil das völkerrechtswidrig ist, habt ihr uns mit Sanktionen belegt. Aus eurer Sicht, okay, müssen wir hinnehmen. Ihr habt damals 2003, noch nicht so lange her, als die USA den Irak überfallen haben, auf der Basis einer Lüge, im Bundestag, in der französischen Nationalversammlung und anderswo festgestellt, dass das eine flagrante Völkerrechtsverletzung ist. Die hat hunderttausende Menschenleben gekostet. Welche Sanktionen hattet ihr damals gleich verhängt? Das ist die Frage, die man natürlich immer bekommt. Die Frage konnte bis heute noch niemand, wir wissen es, weil es nicht ging, weil es die USA waren. Aber natürlich, wenn ich Russe wäre, würde ich die Frage auch stellen. Das sind die doppelten Standards. Na klar. Es ist in der Ankündigung, aus der ich vorhin schon zitiert habe, auch die Rede davon, Russland ist wieder zum Feindbild geworden. Herr Platzek, ist das nicht Alarmismus? Feindbild? Naja, also wenn ich mir Unterlagen des Verteidigungsministeriums angucke, wenn ich mir anschaue die letzte große Resolution zu dem Thema des Europäischen Parlaments vor einigen Monaten, die es immerhin vermocht hat, ich finde das historisch, ahistorisch finde ich das und ein Unding. In dieser Resolution wird der Schluss nicht nur zugelassen, sondern letztlich sogar zum Ausdruck gebracht, dass in etwa Hitler, Deutschland und die Sowjetunion gleich schuld sind am Zweiten Weltkrieg. Mir hat ein russischer Kollege, Politologe, auch auf einem Podium danach gesagt, ich warte mal noch die nächste Resolution ab, dann sind wir wahrscheinlich allein schuld am Zweiten Weltkrieg. Das war natürlich sarkastisch, aber das ist so die Sicht. Und ja, wenn man das alles zusammenfasst, dann ist da schon von diesem Feindbild etwas dran und begründbar. So, in der Tagespublizistik und überhaupt im Umgang mit Russland gibt es ja auch mittlerweile schon allerhand Witze, so nach dem Motto, was, da ist Putin schuld. Also, ich meine, dass sich das so fortsetzt und so hineinfrisst in die Leute, spricht vielleicht auch. Ich habe da noch ein schönes kleines Bitte? Bild, leider kann man es hier nicht darstellen. Mir hat vor einer Weile einer eins dieser typischen Handyfotos, die da so umging, geschickt. Da hat eine kleine Katze offenkundig gerade einen Blumenkasten auf dem Balkon runtergehauen. Ja. Und das lag nun, die ganze Bescherung lag auf dem Fußboden da. Und die Katze lag auf dem Rücken und rief, nee, ich war's nicht, die Russen waren's. Ja. Und das trifft so ein bisschen Stimmung, die wir manchmal haben. Ne? Naja, Stimmung, da könnte man auch zurückgehen an Ihre Erinnerungen der Kindheits- und Jugendzeit.
Ich meine, wir haben unaufhörlich Katjuscha oder Katinka oder sonst was gesungen, ob nun aus Inbrunst oder nicht, das ist die nächste Frage. Und bei den Russen, habe ich mir sagen lassen, war es in den Familien oft so, wenn da der Junge nicht aufgegessen hat, haben die gesagt, du pass auf, wenn du jetzt nicht auf isst, kommt aber der Russe. Oder ist, ob es das wirklich gab, ich weiß nicht, ich bin da nicht groß geworden. Aber so Dinge werden erzählt. Feindbild. Herr Platzek, ich höre im Deutschlandfunk Nachrichten, weil Sie von Unterlagen im Verteidigungsministerium sprechen, am 7.5. früh, anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes, hat sich die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer prinzipiell offen für eine engere Kooperation mit Russland gezeigt. Es liege an der russischen Führung, ob sie die ausgestreckte Hand ergreifen wolle, sagt Kramp-Karrenbauer der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings spräche die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, der Krieg in der Ostukraine sowie die anhaltenden Cyberattacken und Desinformationskampagnen eine andere Sprache. AKK streckt die Hand aus. Machen Sie sich um verschiedenste Elemente, die jetzt auch gerade skizziert wurden, machen Sie sich Sorgen, was die russische Politik betrifft? Also einmal habe von ich Cyber bis sonst was? Einmal habe ich mich sehr gefreut über diese Meldung, über diese Aussage von Annegret Kramp-Karrenbauer, weil das ist so von der Denkrichtung einfach schon mal etwas sehr Gutes und wir brauchen viele solche Signale. Ich habe mich auch gefreut, dass vor einigen Wochen die Kanzlerin nach Moskau gefahren ist zu einem sehr, sehr ausführlichen Gespräch mit dem russischen Präsidenten und danach gesagt hat, dass für sie handlungsleitend ist, dass von den wirklich wichtigen Themen, die uns auf dieser Welt im Moment beschäftigen, war noch vor Corona, muss man allerdings sagen, wie Terrorabwehr, Flüchtlingsbewegung, Klimawandel, nichts Mittlerer und Naher Osten, nichts ohne oder gegen Russland zu lösen ist. Das sind, wie ich finde, alles gute Erkenntnisse. Sie haben gefragt, ob ich mich Sorgen mache. Ja, ich mache mir Sorgen. Ich finde, an nicht wenigen Stellen, ich habe ja vorhin gesagt, es ist nie an solchen Konflikten nur einer schuld, auch nicht daran, dass die Charta von Paris letztlich so wenig ins Leben gesetzt wurde. Ich mache mir Sorgen. Also, dass russische Kräfte an Desinformationskampagnen beteiligt sind, das ist wohl überhaupt nicht zu leugnen. Ich finde das fatal, aber es ist einfach ein Fakt. Und ich finde noch etwas anderes, um das auch mal ganz deutlich zu benennen. Ich bin unglücklich damit, dass unsere polnischen Nachbarn und die baltischen Kollegen sehr, sehr bei der Gestaltung der europäischen gemeinsamen Außenpolitik auf der Bremse stehen, wenn es irgendwie geht, einen Schritt auf Russland zuzugehen. Aber ich kann Vorbehalte in diesen Ländern sowohl aus historischen als vielleicht auch aus aktuellen Gründen durchaus nachvollziehen und verstehen und würde mir wünschen, dass unsere russischen Partner als der viel größere Nachbar, also wenn man das Baltikum und Russland sieht oder auch Polen, als der militärisch überlegene Partner endlich sich bequemt, sage ich mal, so etwas wie Vertrauensarbeit zu beginnen. Mhm. Wenn man merkt, dass ein Nachbar Vorbehalte hat, Ängste gar hat, dann hilft es überhaupt nicht. Das hilft im Privaten nicht, wie im Gesellschaftspsychologischen zu sagen, der muss keine Angst haben. Sondern das muss man sich erarbeiten, dass diese Angst vergeht. Ich weiß sehr wohl, dass Vertrauensarbeit im politischen Raum mit das Anstrengendste ist. Das hat wirtschaftliche Komponenten, militärische, politische, auch gesellschaftliche und zivilgesellschaftliche. Und Vertrauensarbeit braucht unheimlich viel Atem, langen Atem. Kaputt ist Vertrauen schnell, wieder aufbauen dauert lange. Leider merke ich an vielen Stellen, dass diese Art der Herangehensweise, ich sage mal diese Softpower, um es neudeutsch zu sagen, liegt nicht so sehr tief in den russischen Genen verankert. Und das ist schade. Und da müssen sie einfach einen Schritt gehen, denn wir werden eine wirkliche Annäherung der Europäischen Union, und wir machen nur noch in diesem Kontext Außenpolitik, und der Russischen Föderation nur bekommen, wenn auch die polnischen und baltischen, der polnische Staat und die baltischen Staaten da mitgehen. Und da würde ich mir einiges wünschen. Letzter Satz zu Ihrer Frage. Wenn ich unter anderem beklage, zum Beispiel auch Cyberbeeinflussung und Attacken, eins darf man aber trotzdem nicht
völlig aus dem Blick lassen. Wir sehen immer, wenn wir irgendwas, was von Russland kommt, das schätzen wir immer ein, Putin hat gemacht. Putin hat wahrscheinlich sogar den Rechner bedient. Wer sich in Russland, und leider tun das aus meiner Sicht zu wenige, wirklich, es wird viel über Russland sinniert und geschrieben, aber ganz wenige sind in Russland wirklich oder unterhalten sich mit Russen und steigen auch mal in die russische Politik ein und streiten sich mit den Leuten oder freunden sich mit den Leuten an, was auch immer. Wer das aber tut, wird feststellen, dass selbst dieses so monolithisch Wirkende nach außen, Russland überhaupt nicht kein monolithischer Block ist. Putin muss zum Beispiel sehr genau gucken, wie sich die Stimmungen in Russland entwickeln. Auch er muss lavieren, sage ich mal. Es gibt unterschiedliche Fraktionen. Und um mal Denkrichtung und jetzt vielleicht auch bald Handlungsrichtung zu skizzieren, die sich da rausschälen. Natürlich gucken jetzt schon viele auf die Zeit eventuell nach Putin, weil es wird ja immer gesagt, er wird sowieso weitermachen. Ich halte das überhaupt nicht für gesetzt, dass er nach 2024 weitermacht. Es wird auf die Situation ankommen. Aber man merkt, dass Fraktionenbildung langsam stattfindet. Natürlich gibt es die Fraktion in Russland, die sagt, mit militärischer Stärke, mit was weiß ich, was man vielleicht noch annektieren kann oder so, werden wir das Volk zusammenhalten. Also durch außenpolitische Aktionen werden wir innenpolitisch Frieden stiften. Es gibt aber inzwischen auch eine stärker werdende, und ich kenne etliche dieser Vertreterfraktionen, die sagen, nein, wir müssen uns den sozialen Fragen widmen, wir müssen uns den gesellschaftlichen Fragen widmen, wir müssen uns den Fragen widmen, ob wir wieder eine innovative Nation werden, was im Moment sehr gelitten hat. Also auch das ist alles nicht so einschienig, sondern da gibt es unterschiedliche Kräfte und das muss man auch immer sehen, wenn man nach Russland guckt. Ich komme zum dritten Mal auf unsere Einladung hier für dieses Gespräch zurück. Sie haben im Buch, glaube ich, ja, im Buch zitiert, den 2000 verstorbenen polnischen Schriftsteller Andrzej Sierpiński. Zitat: Die Konfrontation, nämlich die von früher, war leichter als die Zusammenarbeit. Was hat dieser kluge Kopf wohl gemeint? Naja, das spüren wir doch alle in einer gewissen Weise. Also wir sagen ja manchmal auch Politikanalysten und andere, die sich so auch beruflich sehr viel mit politischen Vorgängen beschäftigen, die Welt war damals so schön sortiert. Also es war zwar ein gravierender Gegensatz, keine Frage, der war ideologisch begründet, die Militärblöcke standen gegeneinander, aber es war überschaubar. Heute ist das völlig anders. Für jeden, der Politik zu analysieren hat, ist es heute ungleich schwerer, weil die Kräfteparallelogramme, die vielen Vektoren, die da unterwegs sind, schauen Sie sich alleine Libyen an. Undenkbar früher, da ist der General Haftar, da ist die anerkannte Regierung in Tripoli, da ist der General Haftar, die anerkannte Regierung wird von der Türkei mit unterstützt. Haftar genießt Sympathie bei den Russen, aber auch bei den Saudi-Arabiern und bei den Franzosen. Das sind doch alles, das geht kreuz und quer durcheinander. Das hätte es damals im alten Kalten Krieg alles nicht gegeben. Und von daher ist heute Zusammenleben zu organisieren, so wie Sierpiński sagt, ist mit viel mehr Faktoren versehen, die man alle beachten muss und viel mehr Bälle, die man in der Luft halten muss. Und von daher merken wir, dass Konfrontation manchmal mit klaren Fronten wirklich eben leichter zu leben ist. Es gibt in Brandenburg eine Begegnungsstätte, die seinen Namen trägt. Gibt es das noch? Wissen Sie das? Ob es die noch gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ja. Ich lese aus dem Buch vor, Seite 47. Willy Brandt hat am Ende seines Lebens nach dem Umbruch von 1989 und 90 dazu aufgerufen, für das neue Zeitalter auch neue Antworten zu finden. Zitat: Unsere Zeit steckt wie kaum eine andere zuvor voller Möglichkeiten, zum Guten und zum Bösen. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Philosophie aus dem Buch. Wir brauchen eine neue Ostpolitik. Wie ist denn das nun mit der auf der Höhe der Zeit sein? Mit dem, wie Sie auch immer wieder sagen, ich glaube, es ist ein Wort von Egon Bahr, Perspektivenwechsel.
Was ist gemeint? Genau. Wie soll das gehen? Egon Bahr hat mir, und ich betrachte das für mein Leben als ein ganz großes Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, hat mir in seinen letzten Lebensjahren viel beigebracht. Wir haben auch seine letzte Reise nach Moskau zusammen gemacht. Das war phänomenal, weil zwei Männer, die ich total verehre, haben da ihre vielleicht letzten, nämlich bei Egon Bahr steht es fest und bei Michail Gorbatschow ist es fast klar, die letzten großen Reden ihres Lebens an dem Abend gehalten. Egon Bahr hat uns übrigens gesagt, erst wenige Wochen später, das wussten wir alle nicht, er auch nicht, verstorben, hat aber so ein bisschen mit dem Schalk hinter den Ohren, das hatte er immer gesagt, hört genau zu, viel mehr, oft werde ich nicht mehr zu euch reden. Es war ein phänomenaler Abend, der so unter die Haut ging, dass ich heute noch fast jede Szene im Kopf habe. Also ich durfte viel von Egon Bahr lernen und unter anderem die Technik. Ich sage mal, das ist ja eher eine politische Technik des Perspektivwechsels. Er hat immer gesagt, ehe du überhaupt irgendwas anfängst, selber dir zurechtzulegen, Gedankenmodelle, Politikmodelle, wechsel die Tischseite. Geh auf die andere Seite, versetz dich in seine Rolle. Versuch rauszukriegen, warum ist er, wie er ist, warum macht er, was er macht, was treibt ihn, wer treibt ihn, wie sind die Zwänge, denen er ausgesetzt ist. Also immer den anderen mitdenken. Er hat das ja zum Beispiel, ich glaube, seine gesamten Verhandlungsergebnisse damals zum Grundlagenvertrag mit der DDR, mit Polen, mit der Sowjetunion, wären nie zustande gekommen, wenn er dieses Prinzip nicht intensiv gelebt hätte. Er konnte sich sehr klar reinversetzen in die andere Seite und dann die Schlüsse für sich, für seine Seite ziehen. Und ich vermisse, wenn Sie so wollen, diese politische Technik heute manchmal etwas. Und dass sie nicht mehr so am Wog ist, Herr Eichhorn, können Sie daran sehen, dass man diesen Begriff Russlandversteher, der ja eigentlich ein schöner Begriff ist, das Wort Verstehen ist ja ein wunderschönes deutsches Wort eigentlich, ne, ist völlig verfremdet worden. Indem man das als Schimpfwort meint. Ich wollte gerade, ja. Ne? Und das ist doch verrückt. Und das ist antibar, sage ich mal fast. Ja. Ne? Aber gut, soweit sind wir leider gekommen. Wir nehmen uns heute, wir haben weniger Geduld, wir nehmen uns wenig die Zeit. Wir haben irgendwie nicht mehr die Kraft, diesen Perspektivwechsel auch zu vollziehen. Russland ist anders, Deutschland auch. Hilarion, wunderschöner Spruch. Ne? Tja, die Russen, wie viel Mystifizierung steckt in diesem Wort, in diesem Begriff, wenn man da Politik machen muss und will? Ja, da gibt es ja eigentlich schon wunderschöne Begrifflichkeiten. Ich glaube, Churchill hat ja mal diesen Urbegriff zu diesem Thema geprägt. Russland ist ein großes Geheimnis, umgeben von einem riesigen Mysterium. Alles solche Dinge. Oder Russland kann man nicht verstehen, an Russland muss man glauben. Man darf ja bei allem nicht vergessen, Russland hat wirklich immer auch etwas Mystisches. Das hat übrigens, das trägt sich in die Literatur hinein, in die Musik hinein, in die Malerei über. Russland und Russen sind gerne etwas mystisch. Die russisch-orthodoxe Kirche lebt in Teilen von solchen Elementen ganz deutlich mit und will das auch so. Dazu kommt, was ja dieses Geheimnis nicht kleiner macht, 10 Zeitzonen, 11 Zeitzonen fast, das muss man auch erstmal in ein Land hineinbringen. 100 Nationalitäten, über 100 Nationalitäten, teilweise völlig unterschiedliche. Wenn man manchmal am Nationalfeiertag da ist, auf großen Veranstaltungen, dann sieht man das selbst an den Trachten, wie weit das Spektrum geht von den Leuten, die am Schwarzen Meer leben mit Weinanbau und Palmen und denen, die oben aus Jakutien kommen und außer Kälte und Schnee nicht viel kennen. Ich war im letzten Sommer mit jungen Politikern, mit jungen Landtagsabgeordneten auf Kamtschatka. Und für diese jungen Leute war das, obwohl sie sich gut vorbereitet hatten, immer noch erstaunlich, dass man 10-11 Stunden ohne Unterbrechung fliegt. Und an der Gangway heißt es immer noch Strastwöldchen, wenn man aussteigt. Also das sind schon andere Dimensionen, die auch zu mystischen Betrachtungen durchaus einladen. Von Seite 207 bis Seite 213 heißt ein Kapitel nicht Putins Russland, sondern Russlands Putin. Ist für mich auch mystisch. Das geht zurück auf ein Wort von Theo Sommer. Was ist damit gemeint? Naja, wir tun ja immer so, als wäre Putin so neben über oder neben seinem Volk, sage ich mal.
Es gibt übrigens Betrachtungen von kundigen westlichen Politikanalysten, die sagen, Kinder, vergesst nie, Putin ist wahrscheinlich liberaler als 80% der Bevölkerung in der Russischen Föderation. Andere sagen, ihr werdet erst wissen, was ihr an ihm habt, wenn er nicht mehr da ist. Ja, also es geht so ein bisschen drum, was ist Russland eigentlich? Wie fühlt Russland? Was macht Russland aus? Und steht Putin da wirklich weit daneben oder kommt er praktisch wirklich damit raus und nimmt er vieles aus diesem Land, aus diesem Volk, aus diesem Empfinden auch auf, wissend immer, dass das ja, wie gesagt, auch das russische Volk ist unheimlich different und wird sich wahrscheinlich, nehme ich mal an, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch weiter ausdifferenzieren. Das ist auch ein Stück Zug der Zeit. Putin lebte ja, das hört jetzt auf, aber lebte ja lange davon, das darf man alles nicht verkennen, diese 10 Jahre von 90 bis 2000, wenn Sie heute Russen fragen, und zwar können Sie da liberale, orthodoxe, nationalistische oder sonst was fragen, für die meisten sind das traumatische Zeiten. Die Jelzin. Die Jelzin-Zeit, weil die gipfelte ja 98 in der völligen Entwertung des Rubel, Zusammenbruch des Finanzsystems, Renten wurden nicht mehr gezahlt, Jobs gingen verloren, die staatliche Ordnung brach zusammen. Wenn dann einer kommt, und Putin war das nun mal, der erstmal wieder System reinbringt, der wieder Gehälter zahlt, der die Wirtschaft in Ordnung bringt, der, sage ich mal, auch den Stolz zurückbringt nach Russland, dann hat der natürlich einen Kredit, der erstmal riesig ist. Auch so ein Kredit wird irgendwann sich verzehren, keine Frage. In der Phase sind wir jetzt bestimmt. Aber das hat lange, lange Zeit gewirkt. Ne? Herr Platzek, aber lupenreiner Demokrat wäre Ihre Terminologie nicht. Nee, nun wahrlich nicht. Also ich glaube, Russland ist das russische Regierungssystem. Und wenn Sie da in die Feinheiten gucken, ich bin da auch oft sehr sauer und manchmal auch traurig. Gerade in den letzten Jahren hat es da so Entwicklungen gegeben, dass zum Beispiel der Zivilgesellschaft Arbeitsmöglichkeiten eher beschränkt wurden statt weiter. Und ich finde das deshalb falsch. Ich bin Kind der DDR und glaube, dass ein Staat keinen größeren Fehler machen kann, als sich seines größten Schatzes zu berauben, nämlich die Leute, die Lust haben, was zu machen. Und ich sage deshalb auch in Russland immer, Kinder, in gerade gesellschaftlich schwierigen Entwicklungsphasen, ist nicht Angst vor der Zivilgesellschaft ein guter Ratgeber, der führt sowieso am Ende vor die Wand, sondern Mut zur Zivilgesellschaft, gut organisiert von mir aus, aber Mut zur Zivilgesellschaft ist das richtige Rezept. Russland ist ein autokratisches, hat ein autokratisches Regierungssystem, überhaupt keine Frage. Es hat demokratische Einsprengsel, auch so. Es hat ein Rechtssystem, wo man immerhin sagen muss, es gibt eins. Wir kritisieren ja da schnell sehr, nach der 0815-Methode verglichen mit dem, was 1989 vorlag, kann man heute schon von einem Rechtssystem sprechen. Es erfüllt in keinster Weise unsere Kriterien, aber es ist eine Entwicklung in den letzten 30 Jahren gewesen, die würden Ihnen auch jederzeit Russen sagen, 100-mal besser ist als das, was es mal gegeben hat. Ich sehe gerade hier unter meinen Zetteln eine E-Mail, die ich bekommen habe, ein Arzt aus Hessen, der die Ankündigung unseres Gesprächs im Netz gelesen hat, schrieb, Sie können dem netten Matthias Platzek die Frage stellen, wie er zur üblen psychologischen Kriegsführung und zu den Putin-gesteuerten Hackern steht. Das haben Sie vorhin kurz schon erwähnt. Haben wir ja schon gesagt, ja. Ja, ich finde es alles, was in diese Richtung geht, sowieso falsch, überhaupt keine Frage. Ich glaube aber auch nicht daran, ich kann nicht in die Köpfe gucken, dass Putins Ziel sein kann oder ist, die Europäische Union kaputt zu machen. Dmitri Trenin, den ich, der Chef vom Carnegie Center in Moskau, ein sehr, sehr kluger Kopf, ein Tiefdenker, ein weitsichtiger Mann, hat vor einer Weile gesagt, nein, es ist im urrussischen Interesse, zu der Europäischen Union als intakten Gebilde ein gutes Verhältnis herzustellen. Das ist nicht unumstritten in Russland, überhaupt keine Frage. Nochmal, auch das ist ein breiter Fächer. Aber wenn Sie bei Troste sind, und viele sind dort bei Troste, dann kann das nicht die Richtung sein, die Europäische Union kaputt zu machen, um an seinen eigenen Grenzen nicht als Unruhe zu produzieren. Noch dazu brauchen Sie uns. Wir brauchen Russland übrigens auch, bin ich der Überzeugung. Sie brauchen uns als stabilen, potenten Innovationsmotor, Wirtschaftspartner und vieles andere. Ich lese in der Zeitung Matthias Platzek, Zitat, wir müssen das Thema Krim
gewissermaßen verkapseln. Es soll jeder bei seiner Meinung bleiben, aber die Dinge müssen weitergehen. Zitat zu Ende. Das sollten Sie uns erklären, Herr Platzek. Ihr Genosse Heiko Maas ist da sicher anderer Meinung. Ja, da sind viele anderer Meinung. Das ist ja auch gut so. Ich reibe mich auch gerne daran und befrage mich. Verkapseln. Ja, ich komme gleich. Frage mich auch und befrage mich ja dann auch selber. Auch das gehört zu dem, was ich von Egon Bahr gelernt habe. Egon Bahr hat uns gesagt, übrigens hätte er damals die Verhandlungen sowohl mit dem völkerrechtlich gar nicht existierenden Gebilde DDR oder mit der Sowjetunion, die ja noch das Baltikum annektiert hatte, was wir nie anerkannt haben, gar nicht führen können, wenn er eine Sache nicht beherzigt hätte. Er hat gesagt, wenn wir offenkundig große Probleme haben, die wir dringend besprechen und lösen müssen, aber die Gespräche werden behindert durch ein anderes Problem, was definitiv im Moment nicht lösbar ist, dann sollten wir beginnen, Probleme zu trennen in die Probleme, die derzeit nicht lösbar sind und die Probleme, die besprechbar und lösbar sind. So, und daraus abgeleitet, sage ich mal, Geschichte wiederholt sich nicht, aber man darf aus ihr lernen, habe ich gesagt, ich kann das auch moralisch und ethisch, zumindest für mich, sage ich jetzt mal, vertreten. Das Krim-Problem ist im Moment definitiv nicht lösbar, weil sie finden in Russland keinen, also ich kenne zumindest keinen potenziellen Präsidentschaftskandidaten, der vielleicht zur Wahl antrete, mit dem Slogan, die Krim gebe ich zurück. Das, es gibt auf dem ganzen, in dem ganzen Spektrum, nicht mal Nawalny hat das gesagt. Also wenn das so ist, müsste man den Barschen Lehrsatz befolgend sagen, dann nehmen wir doch das Krim-Problem und stellen es temporär zur Seite und machen zwei Banderolen drauf. Wir als Europäische Union, als der Westen, sagen, das ist Völkerrechtsbruch, das erkennen wir niemals an. Die Russen werden wahrscheinlich draufkleben, das geben wir niemals wieder her. Und widmen uns dann den Problemen, die die Kanzlerin schon aufgeführt hat, Flüchtlingsbewegung, Terrorabwehr, Klimawandel und, und. Und, wenn ich sage, ich kann es auch moralisch von mir vertreten, bevor wir in diese Gespräche kommen, müssen wir ein zweites Problem, was jeden Einstieg im Moment behindert, lösen, nämlich die Frage der Ostukraine. Und ich glaube, mit dieser, wie Sie gesagt haben, Abkapselung der Krim-Problematik von der Ostukraine-Problematik, wo übrigens Menschen leiden, auf der Krim stirbt im Moment niemand, in der Ostukraine sterben Menschen. Diese Frage muss dringend gelöst werden, damit die Menschen dort erlöst werden. Und ich glaube, mit der Abkapselung der Krim kommen wir in der Ostukraine deutlich weiter und können uns dann den großen Weltthemen widmen, für die wir Russland brauchen. Verkapseln. Hab nicht ich gesagt, sondern Sie, um das richtig zu stellen. Ich bin mit dem Kapseln nicht so zufrieden. So, es gibt noch eine Mail, aber das haben wir auch schon behandelt zum Baltikum. Wir haben festgestellt, meinst du, die Russen wollen Krieg? Jewtuschenko aus dem Jahr 1961, das genügt da nicht mehr. Zum guten Schluss, Herr Vorsitzender, das Deutsch-Russische Forum. Sitz in Berlin, seit 1993 aktiv. Ehrenamtlich, welche Hoffnungen verbinden Sie mit dieser Arbeit? Wir verstehen uns, wir sind hunderte Menschen aus ganz Deutschland, unterschiedlichste Berufe, Menschen aus der Kultur, aus der Wirtschaft, aus der Politik, Lehrer, Sportler, alles Mögliche. Wir verstehen uns und das bindet uns. Wir sind übrigens politisch breit gefächert, von konservativen Menschen bis zu ganz Linken. Uns verbindet ein gemeinsamer Gedanke, ein Antrieb, nämlich Brücken zu bauen und zu erhalten zu Russland, weil wir sagen, zwei Völker, die so verwoben sind, vielleicht am tiefsten verwoben sind von allen Völkern dieser Welt, weil es gibt wenig Völker, die so eine jahrhundertelange Geschichte miteinander haben, mit solchen Höhen, denkt man nur an Zarin Katharina, aber auch abgrundtiefen Phasen, wie der Zweite Weltkrieg zum Beispiel. Das darf nicht kaputt gehen und das treibt uns und wir versuchen diese Brücken immer wieder, im Moment ist das schwierig, die letzten 5 Jahre, wir hatten bessere Zeiten, zu erhalten, zu begehen. Wir machen Sprachwettbewerbe, wir machen Young Leader Seminare, wir machen Journalistenseminare, wir machen politische Konferenzen, wir betreuen die ganzen Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Russland, wir machen große Städtepartnerkonferenzen und versuchen halt eins zu verhindern, was Frank-Walter Steinmeier letztes Jahr in Moskau als eine große Gefahr beschrieben hat. Unsere beiden Völker unterliegen der Gefahr, sich zu entfremden. Und er hat hinzugefügt, wir Deutschen dürfen das vor dem Hintergrund unserer Geschichte
nicht zulassen, diese Entfremdung? In einem Interview, das im Zusammenhang mit diesem Buch von Matthias Platzek, Wir brauchen eine neue Ostpolitik, geführt wurde, lese ich, Zitat Platzek: Ich habe meinen Enkeln versprochen, dazu beizutragen, dass sie, genau wie ich auch, das Glück haben werden, in Frieden aufzuwachsen und alt zu werden. Herr Platzek, alles Gute, schönen Dank, dass Sie im Literaturforum in der Chausseestraße 125 im Brechthaus waren. Ich bedanke mich auch ganz herzlich.